Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Elex. Ich bin Rönn und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Und es ist Elex 2 natürlich und nicht Elex 1. Ja, wir befinden uns im... Hey, Jax, hier drüben. Wer redet denn hier? Wer hat uns denn da auf dem Dach rumklettern sehen? Und schon ist es wieder Tag, wenn eine Zwischensequenz kommt. Wie albern. Dieser Lagerraum ist Eigentum der Alps von Ignadon. Unbefugten ist der Zutritt streng untersagt. Du machst keine Gefangenen, oder? Wenn es um den Erhalt meiner Gemeinschaft geht, gibt es nur eine Direktive. Und du hast ganz eindeutig dagegen verstoßen. Unglaublich. Okay, entspannen wir uns mal. Was tust du hier eigentlich? Ich bin Nyra. Ich habe die Aufsicht über unsere Bestände der Akkumulatoren. Verstehe. Du bist hier der Wachdienst? Wachdienst? Nein, das ist... nicht ganz das, was ich hier tue. Moment mal, kenne ich dich nicht irgendwoher? Ja, allerdings. Wir hatten schon einmal das Vergnügen im Relikt der Kuppelstadt von Abessa. Ach. Ich war damals mit Abstand die beste Technikerin in dieser Siedlung der Kleriker, wenn du dich erinnerst. Damals gehörte ich noch zu den Separatisten. Und wir haben dir Doch den Job gegeben. Das ist lange her und heute herrschen andere Regeln. Ah, das habe ich gemerkt. Wie kamst du hierher? Ich hatte damals als Separatistin meine Heimat verloren. Keine einfachen Zeiten für mich. Wie du weißt, habe ich für die Kleriker der Kuppelstadt als Technikerin gearbeitet und mich dafür bezahlen lassen. Ich habe getan, was ich musste, um zu überleben, auch wenn ich dabei oft gegen meine Überzeugung gehandelt habe. Diese Zeiten sind vorbei. Du bist sehr impulsiv für jemanden, der bei den Alps groß geworden ist. Ich gehöre wieder zu den Alps mit allen Konsequenzen. Mit ein, zwei Schlägen auf die Köpfe derer, die nicht so funktionieren, wie du es gerne hättest? Du weißt es besser als jeder andere hier, was der Entzug unseres Elex bewirken kann. Der innere Kampf gegen extreme Emotionen macht uns zuweilen schon mal schwer zu schaffen. Schon okay. Ich nehme die Entschuldigung an. Es muss ein Leben ohne das Elex geben. Nur so können wir unserer Sinne wieder Herr werden. Daher versuche ich, so oft ich es kann, unser Elex wieder abzusetzen. Solange ich dabei nicht in der Nähe bin? Du scheinst mich gut zu kennen. Es ist lange her, aber du warst früher einmal viele Jahre ein sehr hohes Tier am Hofe des Eispalastes, Jax. Soweit ich mich erinnere, warst du sogar dem Hybriden direkt unterstellt, nicht wahr? Ein ziemlich dunkles Kapitel meiner Karriere. Ich hatte dich damals in der Kuppelstadt von Abessa aber trotzdem nicht erkannt. Ein weiterer Beweis, dass unser blaues Elex unsere Sinne vernebelt, ohne dass wir es merken. Es gibt eine neue Gemeinschaft in Caracas. Sie nennt sich selbst die Sechste Macht. Diese Menschen versammeln sich in der alten Bastion, um gegen die fremden Eindringlinge zu kämpfen. Warum erzählst du mir das? Du wärst ein passender Kandidat für eine Waffengefährtin. Wenn du deine Stimmungsschwankungen im Griff hast, versteht sich. Aha. Und woher willst du wissen, dass ich nicht mit den fremden Eindringlingen sympathisiere? Ich schätze dich nicht so ein, dass du die Kontrolle über deine Existenz gänzlich aus der Hand geben würdest. Deine Expertise und Kampfkraft wäre für die Sechste Macht und auch für mich unentbehrlich. Mag sein. Vielleicht hast du ja sogar recht.
Ein gewisser Reiz steckt in deinem Angebot, muss ich zugeben. Hm. Also, ich wäre der Sache an sich nicht ganz abgeneigt. Allerdings... Nicht ganz abgeneigt? Was heißt das? Du warst einmal ein Idol für uns alle. Du warst der effektivste Feldherr, den die Alps jemals hatten. Doch das ist schon lange vorbei. Du hast zusammen mit den freien Menschen einen Krieg gegen uns geführt. Ich habe auf eigene Rechnung gehandelt, das ist wahr. Doch ich hatte keine andere Wahl. Die Hybridmaschine hätte die Alps ins Verderben gestürzt. Sich auf die Versprechungen des Hybriden zu verlassen, war ein großer Fehler. Doch wenn alles nach Plan und der Direktive gelaufen wäre... Dann hätte die Hybridmaschine über kurz oder lang trotzdem alle Lebewesen Magallans in die Konverter gesteckt, um ihnen das blaue Elex zu entreißen. Du als Separatistin hast damals für die alten Werte der Alps und gegen die Hybriden gekämpft. Du solltest es besser wissen, Nyra. Niemand hätte das überlebt. Auch nicht die Alps. Meine Intervention und die der freien Menschen, die damals hinter mir standen, war mehr als notwendig, um das Schlimmste zu verhindern. Hm, das aus deinem Mund zu hören, ist schon sehr befremdlich. Aber wer weiß. Vielleicht hast du recht. Vielleicht aber auch nicht. Wie ich schon sagte, diese Zeiten sind schon lange vorbei. Hm. Was sind deine Aufgaben hier im Depot? Im Wesentlichen bin ich dem Erhalt unserer Gemeinschaft verpflichtet. Mein Hauptinteresse liegt in der Beschaffung und Auswertung geheimer strategischer Pläne der anderen Gemeinschaften. Wir würden uns damit einen unglaublich großen Vorteil verschaffen. Wen genau meinst du, wenn du wir sagst? Die Menschen im Allgemeinen oder nur die Alps? Ist das von Belang? Nun, erst einmal nicht. Bis zu dem Punkt, an dem ein Interessenkonflikt vorliegt. Das ist irrelevant. Sag mir jetzt nicht, dass nicht auch die sechste Macht davon immens profitieren würde. Sollte der Fall eines Interessenkonflikts eintreten, gilt es, die dann vorliegende Situation neu zu bewerten. Oh, du hast dir das offenbar gut überlegt. Nein, aber ich werde es tun müssen, sollte es tatsächlich so weit kommen. Wie auch immer, du musst zugeben, dass ein Risiko besteht, dass unsere Vereinbarung nicht von langer Dauer sein könnte. Das ist doch immer die Gefahr, egal in welcher Konstellation sich unsere Einigung gerade befindet. Das klingt ja spannend. Findest du? Ich denke, das wird sich noch zeigen, ob es zu einer solchen Emotion führt. Wie genau soll das ablaufen? Ich meine die Beschaffung der geheimen strategischen Pläne der anderen Gemeinschaften. Warum hast du so ein großes Interesse daran? Nun, wenn du hier in deinem Lager versauerst, wirst du nicht wirklich irgendetwas beschaffen können. Du wirst aus dem Depot heraus müssen und draußen brauchst du Hilfe, wenn du etwas erreichen willst. So, und du bist derjenige, der das tun wird, ja? Warum nicht? Ich helfe dir und du wirst meine Waffengefährtin. Hm, darüber sollte ich erst noch einmal nachdenken. Ich habe wenig Zeit. Gib mir eine Antwort. Ich denke darüber nach. Hm. Na schön. Ich will dich ja nicht bedrängen, aber... Hm. Du versicherst mir, dass du nichts von mir verlangst, was meinem Volk schaden könnte? Das kann ich dir nicht versprechen. Wir befinden uns in einem Krieg, in dem es ums Überleben der Menschheit geht. Hm. Sehr allgemein gehalten. Und trotzdem ehrlich. Das verstehe ich. Na schön. Ich werde das Risiko eingehen. Dann höre, was ich plane. Das Depot wird von ein paar Outlaws in der Nähe beobachtet. Sie haben sicherlich schon einige Daten über uns gesammelt und schmieden ihre Angriffspläne auf unser Hauptquartier. Diese strategischen Pläne will ich. Ich muss herausfinden, was die Outlaws über uns wissen, damit ich uns schützen kann. Wenn du Wort hältst und mich dabei unterstützen willst, dann ist das jetzt deine Gelegenheit. Ich bin dabei. Zeig mir die Outlaws, die du beklauen willst. Hm, sehr zielstrebig, wie immer. Gut, ich bin bereit. Lass uns losgehen. Ja, Nesti kann weg. Ich glaube, mit Nyra unterwegs zu sein, ist eh besser. Da sind sie. Sie sind schon eine ganze Weile immer mal wieder hier aufgetaucht. Es ist nur ein Spähtrupp. Mag sein, aber ich lass mich nicht so gerne ausspionieren. Sie haben irgendwo in ihrer kleinen Lagerstätte ihre strategischen Pläne versteckt. Hm. Wir werden jetzt die Lagerstätte durchsuchen und ihre strategischen Pläne erbeuten.
Was ist, wenn sie uns dabei erwischen? Es sind Outlaws. Niemand wird sie vermissen. Wir könnten ihnen die Pläne auch einfach unterm Hintern wegstehlen. Und damit die offene Auseinandersetzung vermeiden? Naja. Okay. Es ist nicht leicht, einem anderen die Kontrolle zu überlassen. Darin war ich noch nie besonders gut. Wie du willst. Das überlasse ich dir. Okay. Ach, wir sind auch ziemlich nah beim Depot. Sehr irritierend. Eisenyra. Oh, das ist aber gar nicht gut. Okay. Habe ich vorher gespeichert? Natürlich, okay. Gucken, ob wir die Pläne auch so stehlen können, ohne dass Zerstörung hier... Strategische Pläne der Outlaws. Ein gut geschulter strategischer Analytiker wird sie auswerten können. So, jetzt nichts wie weg, bevor sie mich erwischen. Komm her, du! Du könntest auch einfach hier stehen bleiben. Ich erledige das schon. Dann gib mir den Befehl dazu. Hauptsache, das Ergebnis am Ende stimmt. Ah, mein Kopf! Ich konnte die Pläne der Outlaws erbeuten. Sehr gut. Gib sie mir. Ich danke dir. Ich werde sie später auswerten. Damit haben wir vermutlich einen bevorstehenden Angriff auf unser Depot vereitelt. Wie ich sehe, stimmt dich das zufrieden. Ist das so? Nun, das können wir auch sein. Denn selbst die kleinsten Schlachten haben manchmal verheerende Wirkung auf das große Ganze. Okay. Und was nun? Ich muss erst noch darüber nachdenken. Solange bleibe ich an deiner Seite. Und vielen Dank. Keine Ursache. Alles okay soweit? Statusbericht. Nichts Nennenswertes zu berichten. Nur weil die Fremden bisher nur sporadisch auftauchen, heißt es nicht, dass es auch so bleibt. Okay, neuen Begleiter gefunden und wir haben auch eben, als sie uns sich angeschlossen hat, den Erfolg Heerführer bekommen. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass wir jetzt alle Begleiter haben. Lass uns mal sehen. Wir haben Kony, wir haben Kaya, wir haben Nesty, wir haben Bully, wir haben Fox, wir haben Nyra. Habe ich jemanden vergessen? Das sind 6 Begleiter. Okay. Aber irgendwer hat uns doch hier im Lager angequatscht eben. Hey, komm mal her. Und dann kam die Videosequenz. Ein Schneewandler. Gegen den haben wir noch gar nicht gekämpft. Verhält sich aber so ein bisschen wie der Flussläufer von den Attacken. Okay. Und ich wollte mir ja eigentlich hier den Sendemast mal anschauen, ob wir da irgendwie hochkommen. Weil meistens hat man da oben ja was, aber ich glaube, hier haben wir keine Möglichkeit, irgendwo zwischenzulanden, oder?
Ich werde mal speichern, bevor ich das versuche. Uah. Nein! Okay. So, Leute. Dann schauen wir mal, was es ganz oben gibt. Vielleicht auch einfach nur eine gute Aussicht. Also es sieht tatsächlich nicht so aus, dass hier irgendwas liegt. Oh oh, ich habe keine Bremsraketen. Zack. Ja, okay. Gut. So langsam machen die Bremsraketen Sinn, Leute. Ah, ich glaube, ich habe... Nee, ich habe doch den schnellen Stand genommen. Sehr gut. Ist das überhaupt das? Ist das Depot, ja. Okay, Nyra. Sagt mir auf jeden Fall mehr zu als Nasty. Ich mochte sie auch im ersten Teil, muss ich sagen, auch wenn wir nur kurz mit ihr zu tun hatten. Da haben wir die wieder. Ich renne gerade ein bisschen blöd, oder? Oh, Treibstoff. Den muss ich mal ganz kurz aufschreiben. Eigentlich müssten wir doch langsam, da muss ich gerade mal schauen, müssten wir doch eigentlich langsam sogar genügend Treibstoff haben fürs Maximum, oder? Ah, Treibstoff kommt weiter unten. Wir haben einmal Treibstoff und bei den Fähigkeiten... Ja, 8 fehlen uns noch, um es auf Maximum zu haben. Also jetzt 7. Aber ich nehme an, dass sie hier bei den Händlern auch nochmal Treibstoff erwerben können. Sehr gut, Nyra. Also im Moment, aber wir haben ja jetzt auch noch nicht viel mit den Alps hier zu tun gehabt, tendiere ich wirklich am meisten zu den Alps und auch zu Nyra als Begleiterin. So, aber mein Plan, das Lager jetzt hier erstmal Schritt für Schritt zu erkunden und hier mit den Leuten zu reden, den will ich natürlich noch nachgehen, zumal uns eben irgendwer angequatscht hat. Und dann wird das Ganze ja hier unterbrochen. Da oben liegt was. Energiezellen. Fall nicht. Wo will sie jetzt hin? Alles okay bei dir? Hm. Das sah wie eine Selbstmordaktion aus. Okay. Ich glaube, das war hier. Genau. Bei dem Gebäude wollte ich anfangen. Und als ich hier war, hat mich jemand angesprochen, als ich auf dem Dach rumgeklettert bin. War er das hier? Lokev? Hey, du. Hast du vielleicht eine kleine Ration für einen verzweifelten E9er?
Was meinst du damit? Bist wohl neu hier, was? Kommt drauf an, wen du fragst. Ich brauche nur ein bisschen Elex, um über die Runden zu kommen, bis ich meine nächste Ration krieg. Also, hast du jetzt was für mich? Mal sehen, was ich dir geben kann. Ach komm. Aha, ich weiß nicht. Das sollte erst einmal für eine Weile reichen. Wow! Wo hast du denn das alles her? So viel Elex habe ich seit Jahren nicht mehr auf einem Haufen gesehen. Danke dir vielmals. Es ist selten, dass ich hier überhaupt etwas bekomme. Wenn du mal wieder etwas auftreibst, denk an mich. Danke für deine Spende. Ich werde es dir nicht vergessen. Alles okay soweit? Statusbericht. Nichts Nennenswertes zu berichten. Ich weiß, du meinst es gut, doch solltest du darauf achten, dass deine eigenen Belange dabei nicht zu kurz kommen. Okay, also in dem Gebäude, hier haben wir sie ja gefunden, oder? Ich glaube, die wird es nicht gut finden, wenn wir hier stehlen. Obwohl, dass sie ja hier eigentlich aufpassen muss und jetzt zu uns gehört. Glaube ich nicht, dass das noch zum Problem jetzt hier wird. Gewöhnliche Alphose. Er wollte eben mit uns sprechen, Brax. Sieh einer an. Der große Commander. Oder sollte ich sagen Ex-Commander? Ich habe ein Angebot für dich. Wie sieht's aus? Was ist mit deinen Armen? Irgendwas sieht dir falsch aus. Wer bist du überhaupt? Ich bin jemand, der wie du mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Stell dir vor, man wirft mir mangelnde Effizienz vor. Lächerlich. Aber dir die weiteren Hintergründe zu erklären, würde nur Zeit kosten. Kommen wir lieber auf mein Angebot zu sprechen. Das hat Zeit. Erst will ich mir ein Bild von dir machen. Du weißt nicht, ob du mir... Wie heißt das Wort noch gleich? Vertrauen? Vertrauen? Das war es. Exakt. Ob du mir vertrauen kannst. Hör zu. Ich wurde abgeordnet, Elex zu sammeln, wie die anderen Kollektoren auch. Im Gegensatz zu ihnen habe ich aber nicht vergessen, was unser aller Ziel ist. Leistungsmaximierung. Lass mich dir eine Frage stellen. Was ist die effektivste Methode, an Elex zu gelangen? Der effektivste Weg, an viel Elex zu kommen, ist harte Arbeit. Richtig. Aber noch effektiver ist es, wenn man selber nicht tätig werden muss und es dennoch bekommt. Es ist so, einige der anderen Kollektoren beliefern mich mit Elex, sodass ich mein Soll erfüllen kann. Wow, die anderen arbeiten du mehr. Du fragst dich jetzt sicher, warum sie das tun. Was habe ich schon anzubieten, das sie dazu verleitet, auf einen Teil ihrer Ausbeute zu verzichten? Die Antwort ist einfach. Elex-Rationen. Aber mehr, als man ihnen aushändigt. Was unsere Führungsriege ihnen verweigert, wird von mir zur Verfügung gestellt. Um aber auch in Zukunft erfolgreich zu sein, benötige ich dich. Als Gegenleistung verkaufe ich dir Gegenstände, die du hier sonst nicht bekommen würdest. Als kleinen Bonus erkläre ich mich bereit, dir auch ein paar Dinge beizubringen. Sind wir im Geschäft?
Warum brauchst du gerade meine Hilfe? Ich wurde unter Beobachtung gestellt. Die Agenten fragen sich schließlich nicht ohne Grund, wie ich es schaffe, mein Pensum zu halten, obwohl ich seltener als der Rest ausrücke. Da ich es aber als Dienst an der Gemeinschaft verstehe, den anderen ihre Zusatzrationen zu besorgen, will ich mir deine Freiheit zunutze machen. Was soll ich für dich tun? Einige von uns können sich den Luxus erlauben, überflüssige Elex-Rationen einzulagern. Exakt diese sind dein Ziel. Öffne ihre Tresore und bring sie mir. Ist das nicht ein bisschen auffällig? Nein. Mit ihren Sonderrechten können sie sich jederzeit Ersatz besorgen. Und exakt das tun sie auch. Manche von ihnen verschwenden nicht mal einen Gedanken daran. Sie glauben, sie selbst hätten es konsumiert. Ihnen fehlt nur die Erinnerung. Falls dein Wissen im Umgang mit Tresoren etwas eingerostet ist, bringe ich dir bei, wie man sie öffnet. Das kann ich schon. Wo finde ich die Tresore? Die Sektoren der Forscher und Agenten sind dein Ziel. Und bei der Kaserne solltest du selbstverständlich auch fündig werden. Bring mir etwas bei. Natürlich. Was soll es sein? Ja, Schlösser knacken könnte er uns höchstens noch beibringen und klauen. Da fehlt uns aber A, die Geschicklichkeit für. Und B, brauchen wir Schlösser knacken nicht. Da wir ja, ich wollte schon sagen Amulettring, auf jeden Fall Modifikator. Und wie hieß das andere? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall etwas, was unser Schlösser knacken um 1 anhebt. Deswegen brauchen wir dafür keinen Lernpunkt und kein Geld zu investieren. Okay, wir sollen also für ihn Elex klauen. So, jetzt zoome ich mal nah ran. In dem Gebäude waren wir. Jetzt schaue ich mir mal das Gebäude hier links an, was wir hier haben. Und ob wir hier... Schleichst du etwa? Wer weiß. Ach, wir dürfen uns einfach einen Energieriegel nehmen. Hier haben wir den Jetpack-Tisch, hier könnten wir nochmal... Wieso dürfen wir hier denn frei zugreifen, ne? Das finde ich aber gerade merkwürdig. Aber das Schloss... Ich bin nicht gut genug. Ja, aktuell nicht, aber das ändern wir jetzt. Genau, Schlösser knacken... Gucken wir mal. So, die letzten 4. Ach so, wir haben es schon. Okay. Resistenzmodifikator. Oh, das ist nett. Trank des Magiers. Das hat sich doch mal gelohnt. Resistenzmodifikator klingt doch schon mal geil. Soldat. Dürfen wir hier rein? Ich speichere lieber mal. Ach, das ist die Schule. Mit ihr wollten wir sowieso mal reden. Ein Mensch. Wo kommst du denn her? Lassen wir jetzt schon jeden beliebigen Wilden hier rein? Und du bist? Ich bin die Erziehungsbeauftragte unserer Kinder. Ich heiße Althea. Aber zu dir, dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Du bist doch nicht etwa der Verräter? Es wundert mich nicht, dass ich so genannt werde. Du bist es tatsächlich. Sehr interessant. Dass du den Hybriden gestürzt hast, hat unseren Umgang mit Emotionen völlig verändert. Ich gehöre vermutlich zu den wenigen, die dich nicht dafür hassen. Meine ganze Arbeit basiert auf der Grundlage dessen, was du geschaffen hast. Woran arbeitest du?
Als einzige Lehrkraft bin ich dafür verantwortlich, unseren Nachwuchs zu überwachen. Dies ist nötig, seit das Experiment gestartet wurde, sie ohne Elex aufwachsen zu lassen. Interessierst du dich für die Emotionsarbeit an unserem Nachwuchs? Ja. Worum geht es dabei genau? Bei Integration von Elex in einen Organismus kommt es zu biochemischen Prozessen im Gehirn, die die Emotionen entfernen. Wie genau das passiert, ist bis heute nicht ganz schlüssig. Bei unserem Nachwuchs versuchen wir, die Eigenschaften des Elex-Konsums ohne Elex zu erzeugen. Allein durch geistige Stärkungsübungen. Das ist das Primärziel meines Unterrichtes, die emotionale Stärkung unseres Nachwuchses. Erzähl mir mehr über deinen Unterricht. Was willst du wissen? Was machen die Kinder in ihrer Freizeit? Da sie Emotionen haben wie gewöhnliche Menschen, nehme ich an, das, was andere Kinder auch in ihrer Freizeit tun. Lernen und sich auf den nächsten Unterricht vorbereiten. Ab wann bekommen die Kinder Elex? Da dies unsere erste Gruppe an Nachwuchs ist, die sich diesem Experiment unterzieht, wissen wir das noch nicht genau. Emotionale Entwicklung ist nichts, was sich planen lässt. Wir werden sehen, wenn sie soweit sind. Lernen die Kinder hier nichts anderes außer Emotionskontrolle? Doch. Ein großer Bestandteil dieser Ausbildung ist, neben der emotionalen Stärkung, die Ausbildung in biotechnischen Wissenschaften. Dabei geht es um die Verschmelzung von Lebewesen und Maschine. Unsere Mutanten sind das beste Beispiel für diese Art der Wissenschaft. Seid ihr denn noch in der Lage, die Mutanten zu kontrollieren? Tja, das ist eine gute Frage. Es soll wohl noch Elexitoren geben, die Mutanten kontrollieren können, aber ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Alles, was ich weiß, ist, dass unsere Patrouillen regelmäßig von ihnen angegriffen werden. Und seit das so ist, fehlen mir leider auch Anschauungsobjekte für meine Schüler. Du brauchst Mutanten für den Unterricht? Ja. Da kommt mir eine Idee. Man sagt über dich, du seist ein guter Soldat. Ich würde dich gerne als Lieferanten anstellen. Lieferant für Mutanten, oder wie? Korrekt. Du könntest mir Mutantenteile liefern. Mutantenteile? Selbstverständlich würde ich dich mit einer Bezahlung emotional motivieren. Also, was hältst du davon? Ich besorge dir Mutanten für deinen Unterricht. Gut, fangen wir mit etwas Leichtem an. Ich habe mit meinen Schülern letzte Woche einige Köder ausgelegt, um Rottmolche anzulocken. Rottmolche? Diese rattenartigen Mutanten? Genau die. Die von uns ausgelegten Köder haben wir vorher im Unterricht mit einem Kontrastmittel versehen, das ihre Innereien zum Leuchten bringt. Diese müssten jetzt geerntet werden, damit ich meinen Schülern zeigen kann, wie das Innenleben der Mutanten konstruiert wurde. Fragen dazu? Wegen der Mutanten. Wo finde ich die Rottmolche? Raus aus dem Südtor. Vor dem Tor hältst du dich leicht rechts. Dort ist dein altes Haus. Da habe ich zusammen mit meinen Schülern die Köder ausgelegt. Sie sollten inzwischen lange genug dort liegen, um ein paar Rottmolche angelockt zu haben. Wenn du mir 6 Stück bringst, wäre das wohl ausreichend. Was hättest du gemacht, wenn ich sie nicht für dich jagen würde? Ich hätte sie selbst gejagt. Mit ein paar gezielten Schüssen hätte selbst ich es geschafft, Rottmolche zu töten. Kannst du dir vorstellen, auch mich zu unterrichten? Ich hätte dich ungern zwischen meinen Schülern. Aber gegen eine Privatlektion spricht im Grunde nichts. Die einzige Bedingung, die ich stelle, ist, dass du auch weiterhin deinen Wissensdurst aufrecht hältst. Das lässt sich einrichten. Ausgezeichnet. Wir können beginnen, sobald du dich bereit dafür fühlst. Bring mir etwas bei. Fangen wir an. Okay, hier haben wir also die Geschichten. Persönlichkeitslehrer. Sehr gut. Ach, wir können... Mit Emotionen ist nicht zu spaßen.
Treibt es nicht zu weit und erinnert euch an die Übungen, wie ihr sie wieder loswerden könnt. Ich habe Unterricht, Sir. Ja, gut. Muss ich dich mal nachts besuchen. Das klingt falsch. Ich gehe ein Kind nachts besuchen, klingt extrem falsch, Leute. So, ich glaube, die Mutanten gehen wir jetzt mal jagen. Du solltest zurückkehren. Ich meine, in unsere Gemeinschaft. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Was ich davon halte, ist irrelevant. Aber du wirst nicht bestreiten können, dass wir mit dir schneller unsere Ziele erreichen als ohne dich. Ja. Also durch den Südtor und dann links halten beim Haus. Hier oder das Haus vielleicht. Du könntest ja mal anwählen. Okay, angefütterter Rottmolch. Ja, die können wir doch jagen. Und wahrscheinlich steigen wir dann auch langsam wieder auf. Ach so, ja, ich darf natürlich nicht vergessen, erfahrener Jäger wieder auszurüsten. Einmal für die höhere Stärke, zum anderen, dass ihr die Zusatzpunkte bekommt für das Töten von Gegnern. Ich nehme nochmal einen Heiltrank, wir sind gerade ein bisschen angeschlagen. 43 Elex, ja. Oh, wir haben wieder genug Leder für Astrid, wir müssen auch die Servomotoren noch... Interessant. Zu der Morkon-Dame bringen, dessen Name mir gerade nicht einfällt. So, wir haben neue Einträge. Einmal zu Nyra, hochbegabte Technikerin der Alps mit all den Fähigkeiten und Defiziten ihres Volkes. Während des Krieges der freien Menschen gegen die Alps arbeitete sie im Relikt von Abessa für Geld und aus einem Selbsterhaltungstrieb heraus als Separatistin ihre geliebte Heimat verloren glaubte. Rationales Denken und Logik war für sie stets eine effektive Waffe und ein Gut, das es zu erhalten galt. Doch immer wenn sie das Elex absetzte und es emotional wurde, wurde sie extrem facettenreich und unvorhersehbar. Ihr innerer Kampf gegen ihre extremen Emotionen machte ihr schwer zu schaffen. Trotzdem versuchte sie immer wieder, das Elex abzusetzen, um ihrer Sinne Herr zu werden. Und Kreaturen haben wir auch neue. Den Schneewandler. Eine interessante Entwicklung haben die Schneewandler durchgemacht. Ihnen wuchs über die Jahre ihrer Entwicklung ein dichtes Fell. Das mag daher rühren, dass sie trotz ihrer aquatischen Herkunft viel zu Land in kalten Gebieten unterwegs sind. Ihre enormen Stacheln, die aus ihren Buckeln ragen, schützen sie vor eventuellen Feinden von oben. Wenn sich ein Schneewandler im Schlamm vergraben hat, dann ist es eigentlich schon zu spät. Wenn man ein Stechen am Fuß spürt, während man unachtsam durch hohen Schnee oder hartgesotten in kalte Gewässer geht. Ja, gut. Ja, wir gehen mal aus dem Südtor und dann muss ich gucken, dass wir das Lager hier dann noch ein bisschen weiter erforschen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal einfacher aufgebaut, übersichtlicher. Du siehst wichtig aus. Du bist ein Commander. Tragen wir nachher auch so eine Rüstung? Ekrom geht ja immer noch spazieren. Okay. Wir speichern nochmal, Radik. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ja, nicht schlimm. Ich muss Rottmolche jagen gehen. Da ist aber auch ein Scheusal zwischen. Ach komm, erledigen wir.
Ja, was mich hier ein bisschen stört, ist, gerade hier im Schneegebiet wirkt die Grafik doch ein bisschen schlechter, als sie sonst tut. Ah, noch ein Scheusal. Was brauchst du lange zum Ausruhen? Das ist ein Untergang. Wusstest du, dass die meisten der alten Funktürme noch intakt sind? Nur weiß kaum einer, sie zu bedienen. Denn statt mit Technik bedienen sie sich lieber mit Alkohol. Das hat dafür andere Vorteile. Ich kann nichts Positives an einem selbst herbeigeführten Kontrollverlust erkennen. Du wolltest was sagen. Patronen. Ich denke, da müssen wir aufpassen. Aber da haben wir noch einen Rottmolch. Ja. Oh, hier scheinen wir einen Keller zu haben. Interessant. Ist vielleicht der Rottmolch sogar hier drin? Dreckige Checkliste. Wasser, Dosennahrung, Trockenobst, Campingkocher, Feuerzeug, Topf, Erste-Hilfe-Kasten, Dokumententasche, Atemschutzmaske, Gewehr, Taschenlampe, Taschenmesser, Funkgerät, Decke, Zelt, Schlafsack, Fernglas. Wofür auch immer das gut sein mag. Wer sich hier in dem Bunker... Was hier im Bunker Schutz suchen scheint so, ne? Und sich darauf vorbereiten. Was wollte ich sagen? Stimmt. Ich kann nichts Positives an einem selbst herbeigeführten Kontrollverlust erkennen. Dann ist vielleicht die Zeit gekommen, es herauszufinden. Danke, aber nein, danke. Wenn wir Alps wieder die Macht übernehmen, dann kommt das alles hier weg. So, die Sachen hätten wir schon mal. Und nochmal dunkles Elex. Und da drin sehe ich doch Treibstoff schon wieder. Ist es soweit? Ein Meteorit bewegt sich auf unseren Planeten zu. Ich wusste, dass es sich irgendwann auszahlen wird, die ganzen Nahrungsmittel zu lagern. Für den Ernstfall bin ich gerüstet. Sie haben mich für bekloppt erklärt und über mich gelacht. Jetzt werden wir ja sehen, wer hier zuletzt lacht. Wo habe ich denn den Treibstoff gesehen? Habe ich das nur für Treibstoff gehalten, irgendwas? Hm.
Vorbereitung. Neue Vorräte immer nach hinten in das Regal stellen. Nur Lebensmittel lagern, die ohne Kühlung haltbar sind. Notfallrucksack muss fertig gepackt und griffbereit sein. Messer im Stiefel verstecken. Nachbarn im Auge behalten. Die werden als erstes über meine Vorräte herfallen wollen. Können wir noch einen Tresor hacken? So. 0 ist kleiner als 9, ist größer als 3, ist kleiner als 6. Wow. Da hat mir schon mal einen guten Start hingelegt. Geht doch. Da hinten rennen die Patronen rum. Ah, die bringen aber ordentlich Erfahrungspunkte. Aber zwei auf einmal wird eng. Speicherfeuer mal. Seite aus dem Tagebuch eines Kindes. Liebes Tagebuch, ich habe vom Garten aus gehört, wie Mama und Papa sich unterhalten haben. Papa wird wohl als Versuchskarnickel, so hat es meine Mama genannt, benutzt. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber Mama hat so traurig ausgesehen, dass es nichts Gutes sein kann. Heute habe ich Mama gefragt, was ein Versuchskarnickel ist. Sie sagte zu mir, dass ich jetzt wohl alt genug sei, um die Wahrheit zu erfahren. Sie erzählte mir, dass Papa in dem Labor eine Spritze bekommt, in der Medikamente drin sind. Die wollen dadurch herausfinden, wie das Medikament wirkt. Wichtige Notizen. Die nächsten Monate werden nicht leicht, meine Liebste. Ich hoffe, dass ich nicht zu lange ins Labor muss und die nicht so viele Tests mit mir durchführen. Auch wenn ich dir das alles schon gesagt habe, möchte ich, dass du weißt, dass ich unsere kleine Familie liebe und alles dafür tun werde, schnell nach Hause zu kommen. Falls aber doch etwas passieren sollte, habe ich für euch vorgesorgt. Der Code für den Tresor lautet 5978. Pass gut auf unsere kleine Prinzessin auf. So, Patron, wo bist du? Er hat uns bemerkt. Da ist er. Aber irgendwo muss doch der zweite sein. Da unten. Oh, da sind viel mehr. Oha. Das wollen wir natürlich so nicht. Oh. Wow, weg. Ah. Wow. So. So,
In dem Haus sei der Tresor, oder? Bin ich jetzt zu weit weg? Nee, das war... Das war jetzt der falsche. Genau, das war der, das Haus mit dem Bunker. Dann sind wir, glaube ich, hier lang gegangen. Oh, da oben liegt ein Schwert. Ist das vielleicht sogar eine legendäre Waffe? Ich versuche mal irgendwie reinzukommen. Ich glaube, hier war das Haus mit dem Tresor. Nochmal eine Seite aus dem Tagebuch eines Kindes. Liebes Tagebuch, ich weiß von einem Mädchen aus meiner Klasse, dass ihr Papa auch in dem Labor arbeitet. Ihr Papa ist irgendwann nicht mehr zurückgekommen. Ich habe Angst, dass meiner auch nicht mehr zurückkommt. Er hat zwar gesagt, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, aber das macht es nicht besser. Denn die Mama von dem Mädchen war sehr traurig und hat viel geweint. Ich möchte nicht, dass Mama genauso traurig ist. Oder Elex? Elexit. So, Tresor hacken. Oh, was könnte das nur für ein Code sein? 5978. Geht doch. Eine beschädigte Streitaxt und ein großer Elexitbeutel. Das soll die Vorsorge für die Familie gewesen sein. Häuser plündern in Ignadon. Wir sind doch hier in Ignadon, oder? Ah, Leute, wo habe ich denn eben die Waffe gesehen? Eben bin ich doch rumgerannt und sagte, oh, da oben ist ein Schwert. War es nicht hier sogar? Altes Flugblatt. Wir bieten eine Zukunft für die ganze Familie. Melden Sie sich und Ihre Liebsten zu unseren Eignungstests an. Infinite Skies für eine bessere Zukunft. Da hinten steht das Schwert. Und hier haben wir noch ein Tresor zum Hacken. So, 9 ist größer als 8, ist größer als 0, ist kleiner als 1. Okay. 7 ist größer als 6, ist größer als 1, ist kleiner als 5. Hm. 4 und 3 fehlt da noch. Okay, sehr gut. Geht doch. Informatiker haben wir gerade freigeschaltet. Wahrscheinlich haben wir so viel gehackt. Ist das eine legendäre Waffe? Das ist eine Schachtel Zigaretten. Beschädigtes Kettenschwert. Schade. Schade.
Schade. Gut. Patronius? Es steckt wenig Effizienz in dieser alten Bauweise. Sind wir da oben schon gewesen? Ich glaube nicht. Hier unten liegt ja noch eine Menge rum. Schade. Okay, wir gehen mal ins Depot zurück. Wir haben ja jetzt die Rottmolche für den Unterricht. Oder eher gesagt, die leuchtenden Innereien. Dann können wir das hier zumindest noch abschließen, bevor ich das Video beende. Denn wir sind schon wieder bei einer Stunde und ich habe mal wieder nicht allzu viel gebacken bekommen. So, die Schule war, glaube ich... Das hier sieht mir stark nach Kaserne oder sowas aus. Ich glaube hier die... Das hier dürfte die Schule sein, ne? Gerade hast du keinen Unterricht. Guten Tag, Sir. Sind Sie wegen meiner schulischen Leistungen hier? Ich habe gehört, du strengst dich nicht genug an. Ich habe Probleme, mich im Unterricht zu konzentrieren. Es ist einfach so langweilig. Darf ich Sie etwas fragen? Natürlich. Sie sind auch von draußen, oder? Kann man wohl so sagen. Ich habe Gerüchte gehört. Über die anderen. Wovon redest du? Na, Sie wissen schon. Die anderen eben. So wie Sie. Du meinst andere Menschen? Ja, genau. Menschen. Stimmt es, dass Sie die rohen Kadaver toter Tiere essen? Wo hast du denn sowas her? Ach, ich weiß nicht. Hat mir einer der Kollektoren erzählt oder so. Also stimmt es nicht? Naja, nicht direkt. Normalerweise wird Fleisch erst gekocht oder gebraten. Boah, irre! Bei uns gibt es immer nur Proteinriegel oder diese komischen Pillen. Stimmt es denn, dass die Outlaws sich gegenseitig umbringen und dabei Spaß empfinden? Nein, auch die Menschen töten sich nicht zum Spaß. Ach so. Aber sie machen andere Sachen, um Spaß zu erzeugen, richtig? Wir hatten vor kurzem das Konzept der Freude in der Schule. Das würde ich auch gerne mal empfinden. Wissen Sie, wie man das erzeugt? Du weißt nicht, wie man Spaß hat? Nein, Sir. Das hatten wir noch nicht im Unterricht. Könnten Sie mir erklären, wie andere Kinder Spaß haben? Also die Berserkerkinder spielen mit Spielsachen, um Spaß zu haben. Spielen, Sir? Du weißt nicht, was Spielen ist? Hast du denn kein Spielzeug oder sowas? Spielzeug? Na, Spielzeug eben. So kleine Puppen oder sowas, um, naja, um zu spielen. Spielzeug. Interessant. Ich werde mich mal mit diesem Thema weiter auseinandersetzen. Sie haben mir viel zu denken gegeben, Sir. Danke. Ich muss jetzt aber los. Ich komme sonst wieder mit meinen Übungen nicht hinterher. Halt mich mit deinen Spielzeugforschungen auf dem Laufenden, Kleiner, ja? Wir haben doch so viel dabei, wir könnten ihm doch was geben. Auf Wiedersehen.
Aber ich weiß nicht, was die Lehrerin dazu sagt. Wegen der Mutanten. Ich habe die Innereien der Rottmolche für dich. Ah, sehr gut. Ich werde sie zum Konservieren in Fixiermittel legen, bevor ich sie zur Obduktion mit meinen Schülern nutzen kann. Dabei wirst du mir nicht helfen können. War es denn schwer, die Rottmolche zu jagen? Sehe ich etwa so aus, als hätte ich Probleme mit mutierten Ratten? Du bist äußerst überzeugt von dir. Interessant. Das wird dann als Belohnung reichen, denke ich. Wenn man bedenkt, dass es dir so leicht gefallen ist. Jetzt, wo das erledigt ist, muss ich mich bald um die Innereien kümmern. Wolltest du mir nicht noch mehr zu Sobald ich damit fertig bin, könnte ich deine Hilfe erneut gebrauchen. Ah, okay. Also, schau die Tage mal wieder vorbei. Ja, wir müssen überall die Tage mal wieder reinschauen. Wir müssen eigentlich auch noch mal zu den Morkons. Das ist das Blöde, dass das immer so zeitlich abgestimmt ist, wann man hier was machen kann. Na gut. Mann. Das sind 299 Punkte, die zum Aufstieg fehlen. Die hätte man uns jetzt auch geben können für diese Aufgabe. Naja, das werden wir dann aber im nächsten Video wohl schaffen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Elex 2 wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.